Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Forza Horizon 3. Und wir werden heute das neue DLC, was am 13. erschienen ist, mal ausprobieren. Blizzard Mountain. Und ja, für alle, die auch die Ultima Edition haben, die müssen auch was bezahlen. Ja, die kriegen zwar 10 Euro Rabatt, aber trotzdem müssen die ja um die 25 Euro bezahlen. Alle anderen müssen, glaube ich, 35 Euro bezahlen. Das ist schon ganz schön heftig. Und da wird der eine oder andere sich natürlich überlegen, lohnt sich das? Und das gucken wir uns einfach mal an, ob sich das lohnt und warum ich erst jetzt das zeige. Ja, hatte keine Zeit und Probleme mit meinem Rechner, ne? Aber jetzt werden wir mal da hinfahren. Und das ist auch das erste Auto, was ich mir ersteigert habe. Das wollte ich mal ausprobieren. Und ja, vielleicht wollt ihr... Na, dem machen wir mal ein Foto hier, ne? Der fährt so schnell. Und wenn das halt gut ankommt, das neue DLC, dann werden wir auf jeden Fall da nochmal ein paar Folgen machen, ne? Und ja, ich hatte ja mal gefragt, wollt ihr mehr Forza sehen oder halt ein anderes Rennspiel? Und das war eigentlich klar, was ihr sehen wollt, und zwar Forza. Da seht ihr schon auf der Karte. Da müssen wir hin. Wir machen auch immer den kürzesten Weg, ne? Und dann gucken wir mal an, wie das ist. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ganz kurz mal im Video. Aber, ja. Vor allem, ich wollte gerade das Video machen und hier rein. Und das ging nicht, weil es hieß, du musst es erstmal runterladen. Naja, gut. Da fährt er. Die haben das mit Absicht so gemacht, dass man halt da auf so einen Flughafen fährt und dann quasi hinfliegen muss. Ganz einfach. Hallo Chris, bist du bereit für etwas Neues? Ja. Warren macht gerade den Wagen bereit, den du fahren wirst. Und weil ich weiß, dass du es kaum erwarten kannst, habe ich schon den Transport organisiert. Mit freundlicher Genehmigung des Horizon. Halt, du hast doch keine Höhenangst, oder? Nein. Das haben sie so gemacht, dass jeder es trotzdem die Standardversion weiterspielen kann. Und nicht, dass dann hier irgendwo virtuelle Wände sind. Deswegen macht man das mit den Rüberfliegen, ne? So, Blizzard Mountain. Ich liebe die Ladezeiten. Erinnert mich so ein bisschen an GTA. Aber wir werden es überleben, ne? Es ist wirklich ein hübsches Spiel. Also ganz ehrlich, Forza ist echt schon was fürs Auge. Und ich hoffe, es haut jetzt auch alles so ein bisschen hin mit dem Ton. Für mich blägt es dermaßen so in die Ohren. Aber wie gesagt, ich muss meinen Rechner erstmal wieder machen. Und da! Winter! Kängurus? Ach, hör auf. Ist ja geil. Ist ja geil. Und da kommt der Ford an. Ich hoffe, dass wir bald den Volkswagen hier im Spiel haben. Porsche soll auf jeden Fall auch noch kommen. Die Lizenz läuft Ende des Jahres aus mit EA. Die exklusive Lizenz. Obwohl beim Forza Motorsport 6 definitiv auch Porsche dabei war. Da gab es noch so einen Zwischendeal. Und jetzt sind wir hier. Die Sicht ist gleich null, Boss. Aber wir sind da. Gib einfach Bescheid, wenn du bereit fürs Absetzen bist. Du willst mich doch jetzt nicht hier rausschmeißen, oder was? Ach, hör auf. Au. Ja. Ich muss mal hier Radio ausschalten hier. Warte mal. Wow. Warte mal, ich muss hier erstmal irgendwo gucken, wo... Nein. Weil ihr wisst ja... Ja, jetzt aus. Oh, das merkt man richtig, das Fahrgefühl. Und wie der kracht, der Wagen. So ein bisschen träge, ne? Alter, ist das eine Weitsicht, ey. Ich gehe am Stock, oder wie man das sagt. Ich muss mir das dann auf jeden Fall mal angucken, ob das auch der Schnee so ausgefahren bleibt, ja.
What, Alter? Geil. Australien im Schnee. Du kriegst Gesellschaft. Oh. Wir wollen aber keine Gesellschaft. Also die haben, die Autos haben automatisch Winterreifen oben, ne? Ihr wisst ja, Sicherheit geht vor. Die soll ich wahrscheinlich überholen, wa? Ist ja meistens so bei so einem Rennspiel. Da kommt noch einer. Man merkt richtig, dass es so träge ist, ne? Hau ab! Australien bei Schnee, ey, ist ja... Also die Idee ist auf jeden Fall richtig nice. Da kommt so das Rallye-Feeling drüber. Oh, komm, mach Platz! Ist schon eine coole Karre, der Ford hier. Da sind wir Erster! Wie weit müssen wir überhaupt noch fahren? Alter! Mit Winterreifen solltest du auf dem gefrorenen See zurechtkommen, Boss. Solange okay. Er ist nicht taut. Ja, wenn der sagt. Aber es scheint so, dass es eine ganz neue Abschnitt der Map ist, ne? Also die es noch nicht so gibt. Oh. Wir hatten das Häuschen hingestellt, mein verdammter Axt. Oh. Jetzt bin ich wieder Letzter, oder was? Was? Da bist du ja, wohlbehalten. Hab keine Sekunde an dir gezweifelt. Ja. Yeah. Erstmal ordentlich die Leuchtpistole. Oh ja, Silvester. Ja. Yeah. Es geht los. So. Das ist unser Wagen. Coole Karre. Okay, Boss. Sag mir doch, welches davon dich am meisten anspricht, während wir hier alles vorbereiten. Winter, Subaru sind alles. Das ist jetzt eine neuere Karre, aber irgendwie würde ich gerne den Audi nehmen, ne? Aber das Problem ist, wenn ich hier so eine mördermäßig harte Karre nehme, die muss ich auch noch kurven. Nee. Pass auf, wir nehmen den hier. Gute Wahl. Ich verpasse ihm noch Winterreifen, bevor es losgeht. Oh, schön. Ah, Subaru. Gibt ja eine ganze Menge Subaru-Freunde und ja, der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Ja, diesen Wagen möchte ich nehmen. Potzblitz, ey, jetzt geht's rund. Mit Spikes, wa? Okay. So. Ja. Ah, jetzt könnte ich wahrscheinlich dann noch. Oha, bauen wir mal rein. Was ist hier? Ja, warum nicht? Komm, ran mit der ganzen Einstellung installieren. Jo. Wir lassen den jetzt einfach mal so. Ich soll den Computer nie ausmachen. Aber ich kann doch bestimmt hier hinten noch irgendwas machen. Das. Nee, Nummernschild möchte ich nicht. Kann ich hier hinten nicht noch irgendwas machen? Die Tür kann ich aufmachen, okay. Okay, ist jetzt egal. Wir wollen jetzt fahren. Wir lassen ihn einfach mal so. Hallo Chris, willkommen auf Blizzard Mountain. Der König von Blizzard Mountain. Dieses Turnier kürt Horizons besten Fahrer auf Schnee und Eis. Behaupte dich in 5 Runden und sichere dir einen Platz im Finale.
dem Königsmacher. Und bevor du dich fragst, warum es keine Königin des Berges gibt, sie spricht mit dir. Da du bereits mehr als genug Fans besitzt, erhältst du stattdessen Sterne. Sammle Sterne, um die einzelnen Runden des Turniers zu bewältigen. Erhältst du genügend Sterne, schreitest du zum Königsmacher-Turnier fort. Wenn du das gewinnst, ist dir die Krone sicher. Boah, gut, alles klar. Wo bin ich jetzt momentan? Bin ich hier? Okay. Aha. Route wird neu berechnet. Kann links abbiegen. So, ich wollte mal gucken, wie der Schnee hier. Auf jeden Fall habe ich Schnee hier an den Fahrzeug so dran und an den Reifen. Das ist auf jeden Fall cool. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und ja, guckt euch an. Wenn ich durch tieferen Schnee fahre, dann sieht man noch eine Spur. Ja, cool. Dann Attacke. Oh, hier muss ich Fotos machen. Jetzt muss ich mal hier ein paar Fotos machen. Was sind das hier eigentlich für Autos? Das ist ja hier so ein alter Renault hier, ne? Aha, Renault 5. Aha, Lancia, Subaru. Uiuiuiui. Das ist ja wieder krass, ey. Ich hab so richtig Bock wieder auf Forza, ey. Wie geht's euch eigentlich? In 400 Metern links abbiegen. Und das bedeutet natürlich wieder, dass wir Straßen abfahren müssen. Siehst du, ich hätte es ja doch kaputt machen können. Links abbiegen. Oh, der fährt gut, der Wagen. In 200 Metern links halten. Links halten. Oh, komm, komm, komm. Ey, das sieht... Nein. Nein, ich will einfach die Musik manchmal nicht hören. Ja, ihr wisst ja, auf YouTube ist ja meistens dann so, dass dann halt Audi Sport, Peugeot, dass da halt immer so ein bisschen Probleme ist mit den Videos, ne? Da werde ich jetzt mal gucken. So, aus mit der ganzen Geschichte. Aber den wollen wir den Sound hören. Ich hoffe, man hört auch ein bisschen was. Und es ist nicht wieder so leise. In 200 Metern rechts halten. Ey, guckt euch mal an, das sieht, sieht das nicht geil aus? In 400 Metern links abbiegen. Aber merkt, da fehlt ein bisschen Power, ne? Links abbiegen. Oh. So, Subaru, fahre mal. Wie kann ich das Licht eigentlich anmachen? Guck mal an, ey, hier wird es ja richtig stürmisch hier oben. Wo geht's lang? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Da werde ich aber wahrscheinlich ordentlich versagen jetzt hier. So, wo ist denn jetzt hier das Rennen? Ich sehe das nicht mehr. Ach, hier oben. Ach, ich muss mit einem anderen Auto fahren. Na gut, dann machen wir es einfach mal. Also, wir sollen auf jeden Fall mit dem Truck abheben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh. Ach, ich soll fliegen, so weit wie möglich. So, Ziel liegt vorne. Wow! So, wie weit bin ich geflogen? Das war ja nicht klasse, ne? So, was war das? Nicht geschafft. Okay, erneut versuchen. Ja, da lag auch was, ne? Aber es sah auf jeden Fall gut aus, wie ich geflogen bin. So, Freund Blase. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen nach hinten fahren und noch... Und jetzt... Oh!
Naja, ob das was gebracht hat. Oh, man merkt richtig, dass es doch ein bisschen glatt ist, ne? Was? Wie? Was? Was will er denn jetzt? Was habe ich denn jetzt nicht geschafft? Ist die Zeit abgelaufen oder was? Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Hä? Okay, nochmal. Ich kann mich doch nicht so dämlich anstellen. Was war denn jetzt gewesen? Ich habe das jetzt nicht mitgekriegt. Oh, komm. Es kann sein, dass die Zeit abgelaufen ist, ne? Ja, geschafft. Da du so gern Dinge von Listen abhakst, solltest dich freuen, dass es noch viel mehr Herausforderungen gibt. Ja, das auf jeden Fall. Okay, haben wir gemacht. Jetzt machen wir mal ein Rennen, oder? Oh, ich bin ja schon Level 81. Ist doch eigentlich ganz gut, ne? So, 5 Sterne. Ach, ein von 5 Sterne habe ich. Okay. Ach, so. Der eine oder andere wird sich ja dann wahrscheinlich hier im Spiel wiedersehen, ne? Eine Seilbahn gibt's hier auch. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr euch wiedergesehen habt im Spiel. Machen wir. Also das ist ein typisches Spiel, was man wirklich mit einem Controller zockt, ne? Ey, fahr nicht so weit rüber, Mensch. Oder fahr ich auf der falschen Seite? Nee, ne? Ah, doch, ich fahr. Doch, nee, ich fahr richtig. Oh, hier ist ein Blitzer. Oh, komm, komm, komm. Ach, schon zu Ende. Wieder ein paar Sterne. Aha. Wow. Da, wieder welche aus meinem Maximus-Club, ey. Dann ja mal mehr Leute. So, pass auf, Freunde. Wir werden jetzt mal nochmal schnell auf die Karte gucken. Wir gucken mal an, wie groß die Karte eigentlich ist. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay, ne? Sind erstmal noch nicht so viele Rennen, aber wir befinden uns jetzt gerade hier. Da, ah, hier wird uns ange... Ah, nee, pass auf. Wir werden das hier machen. Da ist nicht so weit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, sorry. Kennt ihr ja, dass zum Anfang sehr übersichtlich ist mit den ganzen Rennen. Und dann werden es immer mehr. Hier ist ein Ausrufezeichen. Kann das durchaus bedeuten, dass wir das noch nicht machen können? Ach, hör auf, gucke an! Aha, aha, hier gibt es dann quasi... Nee, pass auf, dann werden wir das andere erstmal machen. Ich muss wahrscheinlich dieses eine Rennen erstmal machen. Gut, das machen wir und dann... Bei nächster Gelegenheit wenden. Machen wir. Und dann werden wir beim nächsten Mal den Schutz machen mit dem Königsrennen. Wir werden aber auch jetzt hier die Straße ein bisschen benutzen, dass wir die auch frei fahren. Ich will hier mal die Handbremse ziehen hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, das ist schön. So, warte mal. Was kann ich im... Ah, gucke an. Oh, hm? Muss ich quasi die Rennen hier alle absolvieren, ne? So, was könnte ich nehmen? Soll ich diesen Audi nehmen oder... Nee, wir nehmen den hier. Das kann... das reicht erstmal zu. Yeah. Und vielleicht fahren wir das nächste Mal das gleiche Rennen nochmal mit dem Audi. Schauen wir mal, ne? Oh.
Alter Schwede. Hier ist unser Kumpel neben uns. Oh, da fehlt definitiv Drehmoment. Ey, der braucht Ewigkeiten. Ich bin immer noch auf dem 9. Platz. Ich möchte ja den Schwierigkeitsgrad ja nicht runter machen. Los, komm, komm, komm. Ja, manchmal ist das Handbremse ziehen doch nicht so gut, ne? 31%. Ich weiß gar nicht, was da hier alles. Komm andauernd irgendwelche Punkte, die ich hier sammle. Macht doch gar nichts. Oh, wir haben ein bisschen Grip. Komm. Komm. Ah, komm. Nein, nein. Überholt, jetzt kommen wir. Jetzt werden wir den Kevin mal überholen. Und da vorne, ne? Wen haben wir da? Kennt ihr doch alle. Für alle Racing-Fans. Oh, der erste ist ja so weit weg. Aber man muss hier wirklich schon, obwohl es ja doch ein sehr arkadisch gehaltenes Spiel ist, ein bisschen mit seinen Gaspedal spielen und ja, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Nee, nee. Ah, verdammt. Na, egal. Tja. Irgendwie haben wir es nicht geschafft. Ich würde aber sagen, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Und gucken wir mal an, wie das aussieht hier. Ach, kann, wir lassen es laufen. Und machen einfach mal. Die nächsten Tage wird es auf jeden Fall weitergehen. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von diesem Update haltet, ob es zu teuer ist, ob euch das interessiert, sowas mehr zu sehen, ob ihr selber das schon gekauft habt. Und ja, mit den Worten, Maya war ein Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.